Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Literature Fan Fiction von Farah Ortix. Kapitel 17. Bevor ich zur Schule ging, flitzte ich nochmal auf mein Zimmer und zog den Briefbogen zu mir, suchte den für den nächsten Tag heraus und studierte ihn gründlich. Wenn der für heute den gestrigen Tag beschrieb, könnte dieser hier quasi nachgerutscht sein und jetzt sozusagen die Lücke füllen. Aber was dort stand, ließ mich die Stirn runzeln. Manu würde heute zu spät kommen. Eine ganze Stunde sogar. Er würde deswegen einen Tadel von der Lehrerin kriegen und unsere Mitschüler würden ihn dafür verspotten. Was sollte ich dagegen tun? Erwartete mein zukünftiges Ich von mir, dass sich etwas daran veränderte? Wahrscheinlich ja, aber mir fiel beim besten Willen nicht ein, was. Wenn er verschlief, konnte ich schlecht eingreifen. Nicht einmal seine Adresse hatte ich. Und selbst wenn ich die Straße, in die er gestern abgebogen war, auf gut Glück abklapperte, wusste ich immer noch nicht, wie weit entfernt sein Haus lag und ich würde hundertprozentig selbst zu spät kommen. Also schulterte ich schließlich mit einem dumpfen Gefühl im Magen meine Schultasche und machte mich auf den Weg. Zwar schaute ich dann doch ein wenig erwartungsvoll den Bürgersteig hoch, auf dem wir uns verabschiedet hatten, aber wie prophezeit war er nirgendwo zu sehen. Im Klassenraum angekommen, schaute ich alle 5 Minuten abwechselnd auf meine Uhr und nach vorne zur Tür. Manus Platz neben mir war leer und die Lehrerin hatte schulterzuckend angenommen, dass er schon wieder krank sein musste. Und obwohl der Brief explizit von einer Stunde Verspätung gesprochen hatte, konnte ich dieses dumme, an Paranoia erinnernde Hin- und Hergegucke nicht sein lassen. Währenddessen hatte ich auch versucht, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich ihm die Peinlichkeit ersparen konnte. Aber mir war nichts eingefallen. Als es dann endlich klopfte, erschrak ich mich etwas und zuckte zusammen. »Es tut mir furchtbar leid. Ich hab verschlafen«, murmelte Manu leise an der Tür, die Hände in den Taschen vergraben, den Kopf leicht eingezogen und seine Fußspitzen betrachtend. Die Lehrerin schnalzte. »Wir haben zwar bald Ferien, aber deine Einstellung gefällt mir nicht. Lass das ja nicht zur Angewohnheit werden. Wir schätzen die Pünktlichkeit unserer Schüler.« Manu nickte nur hastig und stumm, ehe er sich mit rotem Kopf zwischen den Tischen hindurchzwängte. Niemand lachte und beinahe hätte ich schon erleichtert aufgeatmet. Doch dann startete das Geflüster. Er ist leise und kaum hörbar, aber mit jedem Neueinsteiger in das vernetzte Gespräch wurde es auch lauter und lauter. Sie machten sich über ihn witzig. Eine halbe Woche war er schon hier und hatte mehr gefehlt, als er im Unterricht gewesen war, lästerten sie. Es wurde so laut und gehässig, dass auch er es hörte. Und zeitgleich schrumpfte sein Selbstvertrauen auf null herab. Winzig klein kauerte er sich auf seinem Platz zusammen und starrte mit leeren, leicht zuckenden Augen vor sich hin. Und wie konnte ich ihn nun wieder aufmuntern? Plötzlich sprang Alina auf, stemmte empört ihre Arme auf ihr Pult und rief, »Haltet ihr jetzt wohl alle die Klappe?« Ist ja nicht so, als würdet ihr niemals euren Bus verpassen oder euren Wecker überhören oder die Schule schwänzen. Meine Güte, seid ihr ein paar Kindergartenkinder. Echt mal. Alina Schwarz, sitz dich sofort wieder, sonst bekommst auch du einen Tadel angeschrieben, mischte sich die Lehrerin ein und wurde sofort von einem paar aufgebracht funkelnder Augen durchbohrt. Ja, wenn es aber wahr ist, Mann ist noch neu hier und kennt sich sicherlich noch nicht so gut in der Gegend aus wie der Rest. Es gibt uns also kein Recht, deswegen auf ihm herumzuhacken. Das mag ja alles stimmen, aber ich möchte mit dem Unterricht fortfahren und du nimmst uns gerade wertvolle Zeit. Damit war die Diskussion beendet und Alina ließ sich mit verdammt hochnäsigem Blick wieder auf ihren Stuhl fallen. Es hatte funktioniert. Manu sah zwar noch immer etwas unglücklich, aber Gott sei Dank nicht mehr so beschämt aus wie zuvor. Das Mädchen war echt unglaublich. Für ihren Einsatz hätte ich sie gerade küssen mögen. Nun sah sie meinen Daumen hoch gar nicht, weil sie offenbar in ein stummes Streitgespräch mit Micha verfallen war, der soeben beschwichtigend seine Hände hob. Was mit den beiden wohl los war? Aber das musste sowieso warten, wenn ich nicht durch Unaufmerksamkeit in dieser aufgeheizten Atmosphäre auch noch Minuspunkte sammeln wollte. Kapitel 18. Bis zur nächsten Pause hatte Manu sich wieder so weit gefangen und nochmal mitgearbeitet, dass ich ruhigen Gewissens zu meinen anderen Kumpels konnte, ohne Befürchtung haben zu müssen, ihn dadurch zu vernachlässigen. Micha grüßte mich nicht wie sonst, dafür strahlte Alina umso mehr. »Danke, Elle, das war der Hammer eben. Ich hätte mich das nicht getraut«, bedankte ich mich und sah sie verschmitzt lächeln.
Ja, nicht nur du, denke ich. Sie warf einen kurzen Blick zu Micha auf, der aber nur kaum hörbar schnaubte und wegsah. Wie überging seine komische Reaktion. Und? Hast du ihn gefragt, wieso er verschlafen hat? Nein, antwortete ich ihr. Wieso denn? Alinas nächste Gedanken waren sehr vorsichtig formuliert, als wäre sie sich unsicher und wollte keine falschen Anschuldigungen aussprechen. Es klang, na ja, wie eine Ausrede. Ich hab verschlafen. Das ist doch mehr oder weniger die typische Entschuldigung, aber ich meine, wer verschläft denn wirklich? Man hat doch Wecker oder eine Mutter, die einen für gewöhnlich aus dem Bett scheucht, wenn es knapp wird. Ihr nicht? Ich nickte. Jetzt, wo sie es sagte, das hörte sich tatsächlich logisch an. Und nach etwas, das man vielleicht verändern konnte. Okay, ich frag ihn gleich mal und sag euch dann, weißt du was? Ruf ihn doch am besten gleich jeden Morgen an. Vielleicht kommt er dann ja mal pünktlich. Michas plötzlicher, bissiger Kommentar überraschte mich. Ohne ein weiteres Wort drehte ich mich um und stapfte zu meinem Platz zurück, an dem Manu bereits auf mich wartete. Hast du mit Michael gesprochen und euren Streit geklärt? Wollte er hoffnungsfroh wissen, aber ich schüttelte den Kopf. Ich denke, es ist gerade sogar noch schlimmer geworden. Eine Hand legte sich auf meine Schulter und tätschelte mich tröstend. Tut mir leid für dich, aber gib nicht auf. Er wird sich schon auch wieder einkriegen. Der Junge lächelte aufmunternd und es half erstaunlich schnell. Ja, irgendwann würde Micha hoffentlich das neue Mitglied unserer Gruppe akzeptieren und mich mit ihm teilen können. Obwohl er ab und zu so ein Sturkopf war. Bevor die Pause wieder zu Ende war, wollte ich aber noch herausfinden, was genau an meiner Verspätung von heute Schuld trug. Doch er wurde wieder so nervös wie gestern Nachmittag, als ich ihn nach den Kratzern gefragt hatte. Ich hatte mir keinen Wecker gestellt, weil ich dich schon früher andauernd überhört habe. Und deine Mutter? Manu seufzte und brach unseren Blickkontakt. Die muss immer sehr früh weg. Manchmal weckt sie mich, wenn sie geht, aber ich schlafe immer wieder ein. Ich schätze, ich bin da einfach unverbesserlich. Aber du würdest es gerne ändern, oder? Hakte ich nach und sah ihn unglücklich lächeln. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Während er seinen Kopf sinken ließ, überlegte ich krampfhaft, wie ich ihm helfen konnte. Michas Worte fielen mir wieder ein und plötzlich lächelte ich. Er mochte es als Beleidigung gesagt haben, aber genau das würde ich tun. Wenn Manu damit einverstanden war und mir seine Handynummer gab, würde ich ihn gerne jeden Morgen anrufen, um ihn rechtzeitig aufzuwecken und in Zukunft solche Szenarien wie eben zu verhindern. Kapitel 19. Mein Handeln war richtig gewesen. Manu hatte vor Glück gestrahlt, als ich ihn gefragt hatte, und schon in der nächsten Pause hatten wir Nummern getauscht. Nachdem ich mir jetzt nochmal die Briefe für die nächste Zeit angeguckt hatte, wartete viel Arbeit auf mich. In der Welt meines anderen Ichs würde er nämlich beinahe regelmäßig zu spät kommen. Etwa jeden zweiten Tag, immer mit demselben Satz, dass er verschlafen hätte. Ach, scheiße, der Junge musste echt einen tiefen Schlummer haben. Aber zum Glück hatte er jetzt auch mich und ich würde meine Aufgabe gewissenhaft erfüllen. Mein Blick schweifte auf den Brief ab, der an einen Tag in ungefähr 2 Wochen gerichtet war und gerade offen vor mir lag. Da wollten wir unser Sportfest feiern. Und weil unsere Schule recht klein war, traten wir immer gegen unsere Partnerschule aus der nächsten Ortschaft an. Das machte nicht nur mehr Spaß, wenn wir gewannen, sondern stärkte auch den Zusammenhalt unserer Parallelklassen, anstatt eventuelle Rivalitäten aufzuwerfen. An dem Tag kam Manu auch zu spät und verpasste den ersten Wettkampf. Und da stand noch eine Anweisung an mich. Du wirst dich für Basketball eintragen, da dort noch am meisten Plätze frei sind, obwohl du es nicht besonders gut kannst und dir Fußball lieber wäre. Deswegen werde dir beide Wettkämpfe verlieren. Trage dich besser für Fußball ein. Manuel wird an diesem Tag keine Sportart belegen. Vielleicht kannst du ihn dazu ermuntern, bei Basketball an deiner Stelle mitzumachen. Er sah aus, als hätte er sich gerne dort mitbeteiligt. Oh, das war gut zu wissen. Wir würden erst am Freitag wieder Sport haben und ich wusste nicht, ob ich darauf so genau geachtet hätte. Vielleicht war mein anderes Ich ja gar nicht so fern von Manu, wie ich es erwartet hätte. Bisher war ich davon ausgegangen, dass sie sich kaum kennengelernt hatten in diesen 3 Monaten. Aber es schien doch so zu sein. Ich hatte ihn damals auch schon beobachtet und mir Gedanken um ihn gemacht. Das war gut zu wissen. Nur würde ich es dieses Mal noch besser machen. Ich würde ihn dazu überreden, sich auf eine Liste einzutragen und an den Wettkämpfen teilzunehmen.
Fest entschlossen nickte ich mir selbst zur Bestätigung zu, legte den Stapel Briefe beiseite und ließ mich aufatmend auf mein Bett fallen. Ein Lächeln schließ sich auf mein Gesicht. Basketball. Wie? Hätte ich nicht gedacht. Manu war zwar ziemlich groß gegen mich und konnte bestimmt auch gut Körbe werfen, aber wenn er ein Foul einsteckte, tat das bei seiner Figur sicherlich auch ziemlich weh. Er war ja extrem dünn und als ich ihm im Park den Arm verbunden hatte, waren da auch keine sichtbaren Muskeln gewesen. Hoffentlich schubste ihn dann nur niemand und er konnte beim Sportfest seinen Spaß haben. Maurice, hilfst du mir bitte beim Abendessen? Okay, mache ich. Warte noch kurz. Schnell sprang ich wieder auf, schnappte mir die Briefesammlung und flitzte zu meinem Schreibtisch. Niemand von meiner Familie durfte sie aus Versehen finden und in meinem persönlichen Chaos waren sie wahrscheinlich am besten aufgehoben. Doch noch während ich sie zurück in die Schublade zwängen wollte, fiel mir plötzlich eine kleine Notiz auf, die auf eine Rückseite gekritzelt worden war. Etwas skeptisch blätterte ich zurück, schaute auf das Datum und las dann diesen einzelnen, hastig noch dazu geschriebenen Satz. Mir klappte der Mund auf. Was? Ich blinzelte hektisch, rieb mir die Augen, schlug nochmals die Seite um und stutzte, als es noch immer da stand. Es war der Sporttag. Und laut dem Brief würde ich mich an diesem Tag in Manu verlieben.